Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video erfährst du die Sache, die mein Leben vermutlich am meisten und nachhaltigsten verändert hat. Viel Spaß damit. So, ich bin's wieder hier aus dem wundervollen Kurpark in Bad Oeynhausen. Ich sehe mal wieder aus wie ein Gangster verkleidet. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Weil diejenigen, die mich kennen oder nicht nach dem Aussehen gehen, die werden mich kennenlernen, unabhängig davon, wie ich aussehe. Und diejenigen, die mich aufgrund meines Aussehens beurteilen, das sind in der Regel auch diejenigen, mit denen ich nicht nachhaltig oder langfristig Kontakt haben werde. Von daher sehe ich meine Kleidung zum Teil als natürliches Selektionskriterium für die Menschen, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte. So einfach ist das. Außerdem ist es sehr bequem. Aber hier soll es nicht um meine Kleidung gehen, sondern um die eine Sache, die mein Leben vermutlich am nachhaltigsten verändert hat. Und ich habe es immer wieder gesagt, wir leben alle in zwei Welten. Das eine ist das, was wir hier sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen können, die objektive Realität. Das andere ist das, wie es hier oben ankommt, ne? Unsere Wahrnehmung der Realität, unsere Landkarte des Gebietes. Und im Idealfall gestalten wir die Welt so, dass wir sie als wundervoll erachten. Jeder wird vermutlich Menschen kennen, die, mit denen, wenn er mit denen weggeht, die egal was passiert, die immer etwas finden, was sie an dem Tag oder an dem Abend verfluchen oder worüber sie sich aufregen können. Und die meisten von uns werden aber auch Menschen kennen, die unabhängig davon, was passiert oder wie der Abend verläuft, die immer gute Laune haben oder die meiste Zeit über. Das heißt, faktisch kann ja aus logischer Sicht die objektive Realität nicht die Ursache sein für das, was wir hier empfinden. Weil wenn dem so wäre, würden ja alle Menschen die Sachen, die im Außen passieren, gleich im Innen empfinden. Was logischerweise nicht der Fall sein kann. Denn jeder von uns kennt ja vermutlich diese oder jene Menschen. Das heißt, was eines meiner Lebensziele ist, ist, das hier oben bei mir selbst so zu programmieren, dass es mir, und das auch weiterzugeben, die meiste Zeit in meinem Leben über gut geht. So einfach ist das. Und es gibt verschiedene Kriterien, die damit zu tun haben und die mehr oder weniger wichtig dafür sind, dass genau das halt passiert. Und es gibt etliche Bücher darüber, etliche traditionelle Lehren, die immer wieder auf eine Sache hinweisen. Und das ist beispielsweise, lebe den Moment. Man hört es in letzter Zeit immer wieder, im Hier und Jetzt sein, den Moment leben, sei achtsam, sei bewusst. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, was genau das heißen sollte, warum ich das tun sollte, warum das so wichtig ist. Und vor allem, wie soll sich das nachhaltig auf mein Leben auswirken? Nur weil ich jetzt präsenter bin oder mehr im Hier und Jetzt. Und die Sache ist eigentlich relativ einfach, denn 80% der Negativität, die Zahl ist aus der Luft gegriffen übrigens, gleicht sie mit euch selber ab. Ne? Bei manchen werden es vielleicht 60 sein, bei anderen vielleicht sogar 90. Befinden sich die meisten Menschen, oder ich formuliere es anders, sind die meisten Menschen mechanisch. Das heißt, sie sind wie Roboter. Sie sind nicht bewusst und agieren oder leben proaktiv, sondern sie tun das genaue Gegenteil, sie leben reaktiv wie Roboter. Ne? Sie leben mechanisch. Irgendetwas passiert im Außen, sie reagieren. Irgendetwas passiert im Außen, sie werden gekündigt, sie reagieren. Sie sind traurig, wütend, zornig. Der Chef kritisiert sie, sie sind zornig, wütend, rasten aus. Die Partnerin sagt irgendwas, ihnen geht das auf den Sack, die wissen nicht, wie sie reagieren sollen und so weiter. Und so geht das in allen Bereichen des Lebens. So, wie kriegen wir es jetzt hin, das zu ändern? Und es gibt einen wunderschönen Ansatz innerhalb der Kabbalah. Es ist eine mystische Auslegung des Judentums. Und da heißt es, dass eines der Hauptziele des Menschen ist, sich von einem reaktiven zu einem proaktiven Wesen zu entwickeln. Ich finde alleine diesen Satz wundervoll formuliert, denn das ist das, was uns von einem mechanischen Menschen zu einem proaktiven Menschen macht, der seine Realität selbst kreiert. Denn solange wir mechanisch sind, sind wir gefangen. Wir sind gefangen in unbewussten Mustern und jeder wird das vielleicht kennen. Jeder kennt vielleicht Menschen, die sich seit 10 Jahren über ihren Job aufregen, aber einfach nicht kündigen. Die sich vielleicht seit 10 Jahren über ihren Partner, über ihren Mann, über ihre Ehe, über ihre Frau aufregen, aber sich nicht scheiden lassen und daran festhalten.
die vielleicht seit 10 Jahren darüber fluchen, dass sie immer wieder an Arschlöcher geraten oder immer wieder an Frauen, die sie betrügen. Und diese Menschen leben in der Regel unbewusst. Sie sind gefangen in unbewussten Mustern und sind reaktiv. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, ihr Leben proaktiv zu gestalten, sondern es widerfahren ihnen immer wieder dieselben Sachen und sie wissen nicht warum, denn sie leben unbewusst. Ne? In dem Moment erst, wenn wir anfangen, bewusst zu leben, erkennen wir Zusammenhänge, wir erkennen Ursache und Wirkung von verschiedenen Sachen. Und ich nenne immer wieder das Beispiel, dass alles, jede Wirkung auch eine Ursache hat. Und die Ursache ist in den meisten Fällen hier oben. Das heißt, keiner von uns ist irgendwann vermutlich aufgestanden, hat aus seinem Fenster geguckt zu Hause und hat auf einmal von jetzt auf gleich eine ausgewachsene Birke in seinem Garten stehen. Das passiert nicht, denn sowas wächst mit der Zeit. Und die Samen, welcher dieser Baum bedarf, der wird genau hier gepflanzt. Und wenn wir hier die richtigen Samen pflanzen, dann wird es uns möglich sein, genau das Leben zu kreieren, welches wir leben wollen. Und nicht das Leben, welches uns im Außen einfach widerfährt, ohne dass wir was machen können, weil wir unbewusst leben und immer nur auf die Umstände im Außen reagieren. Das heißt, das, worüber ich reden will, geht weit über Religion hinaus. Es geht weit vielleicht sogar über Spiritualität hinaus. Es sind praktische Lebensansätze, die notwendig sind, um sein ganzes Leben zu verändern. Denn ich habe mit Menschen telefoniert, vor wenigen Wochen erst, mit jemandem, der ist 47 Jahre alt. Sehr erfolgreicher Mann, hat so ziemlich mit jedem großen Konzern auf der Welt schon gearbeitet, sehr inspirierend, und hat gesagt, du, ich habe die Reißleine gezogen mit 46, habe komplett bei Null angefangen. Mit welcher Begründung? Er hat mit 46 erkannt, dass er sein Leben lang immer Unternehmen großgezogen hat, gearbeitet hat, 50-Stunden-Wochen, 60-Stunden-Wochen, 70-Stunden-Wochen. Und als er 46 war, hat er erkannt, dass das, was ihn eigentlich unbewusst angetrieben hat, lediglich der Wunsch nach Anerkennung war, in dem Fall von seinem Vater. Das heißt, je unbewusster wir leben, umso mehr sind wir gesteuert von unbewussten Verlangen, unbewussten Antrieben, dessen wir uns logischerweise nicht bewusst sind. Und solange das der Fall ist, kann es sein, dass wir 100 PS auf die Straße bringen, 200 PS auf die Straße bringen, ohne zu erkennen, dass wir letztlich in der falschen Richtung unterwegs sind. Und damit uns das nicht passiert, ist eine Sache wichtig, und zwar im Hier und Jetzt zu sein. Denn das macht uns nicht nur ruhiger, zufriedener, glücklicher, achtsamer, gesünder, stressfreier und vieles mehr, sondern es lässt uns vor allem mit der Zeit die Muster erkennen, die wir sonst nicht sehen, wenn wir immer nur mechanisch und reaktiv unser Leben leben, beziehungsweise unser Leben gelebt wird. So. Und genau das ist die Essenz auch dieses Videos. Einer der besten Wege, und das habe ich auch gerade wieder gemacht, mache ich sehr gerne hier im Kurpark in Bad Oeynhausen, ist die Meditation. Ich kann jedem dazu raten, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich gerne an, kommentiert hier unter diesem Beitrag, wenn ihr Fragen habt, auch zu dem Inhalt dieses Videos. Macht euch noch einen schönen Tag. Adios, bis dahin.